Hallo. Mein Name ist Forrest. Forrest Gump. Möchten Sie eine Praline? Ich glaube, ich könnte sie pfundweise essen. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Das müssen ja bequeme Schuhe sein. Ich wette, in den Schuhen kann man den ganzen Tag rumlaufen und spürt gar nichts. Ich wünschte, ich hätte solche Schuhe. Meine Füße tun weh. Mama sagte immer, Schuhe könnte über einen Menschen ganz schön viel erzählen. Wohin sie gehen, wo sie gewesen sind. Ich habe schon sehr viele Schuhe angehabt. Wenn ich mich richtig anstrenge, kann ich mich bestimmt an mein erstes Paar Schuhe erinnern. Mama hat gesagt, ich kann damit überall hingehen. Sie hat gesagt, es sind meine Zauberschuhe. Okay, Forrest. Kannst deine Augen wieder aufmachen. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen. Wie fühlen Sie sich an? Er hat kräftige Beine, Mrs. Gump. Genauso kräftige wie alle anderen Kinder. Aber dafür hat er ein Rückgrat wie ein Politiker. Wir werden schon einen aufrechten Kerl aus ihm machen, was Forrest. Forrest! Als ich ein Baby war, hat Mama mich nach dem berühmten Helden aus dem Bürgerkrieg General Nathan Bedford Forrest genannt. Sie sagt, wir sind irgendwie verwandt. Und was hat der gemacht? Er hat einen Verein gegründet. Der heißt Ku Klux Klan. Da verkleiden sich alle mit langen Kleidern, mit Betttüchern und tun so, als wären sie Geister oder Gespenster oder so. Die decken sogar Betttücher über ihre Pferde und reiten dann damit rum. Na jedenfalls, so habe ich meinen Namen gekriegt, Forrest Gump. Mama hat gesagt, der Name Forrest soll mich immer daran erinnern, dass wir manchmal Sachen tun, die nicht viel Sinn ergeben. So. Habt ihr etwa noch nie einen kleinen Jungen mit Schienen an den Beinen gesehen? Lass dir nur ja von niemandem einreden, er wäre was Besseres als du, Forrest. Wenn Gott gewollt hätte, dass alle Menschen gleich wären, dann würden wir heute alle Beinschienen tragen. Mama konnte immer alle Sachen so erklären, dass ich sie verstehen konnte.